Also in diesem Projekt sind wir davon ausgegangen, dass wenn man eine neue Sprache lernen will oder Sprachkenntnisse in einer Sprache vertiefen will, immer davon ausgeht, was man schon in anderen Fremdsprachen, der eigenen Sprache, in anderen Sprachen, die man schon kennt, stützt. Das ist eine neue Auffassung von dem, was das bedeutet, eine Sprache zu erlernen. Und das hat uns dazu geführt, eine Liste zu erstellen von den, sagen wir, Wissensbeständen oder von den Einstellungen oder von den Fähigkeiten, die jemand besitzen muss, um so auf diese Weise Sprachen zu erlernen. Ja? Und für diese, sagen wir, Ressourcen, wir sagen dazu, haben wir auch auf der Website, haben wir Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt, die sich die Lehrer natürlich, aber auch die Benutzer, die Endbenutzer, die Lerner und warum nicht die Eltern für ihre eigenen Kinder, die sie sich dann aneignen können und damit sie auch mit Materialien, mit Lehrmaterialien direkt arbeiten können. Das ist ein direkter Zugang zu Lehrmaterialien, die jeder benutzen kann. Ja? Und da wir uns natürlich für Lehrerausbildung interessieren, haben wir auch ein Material für die Lehrerausbildung entwickelt, das sich auch dort befindet, auf unserem Website. Und da können sich die Lehrer selbst ausbilden, allein, oder dieses Material kann auch innerhalb einer Ausbildungsgruppe benutzt werden von denjenigen, die sich dann für die Lehrerausbildung einsetzen.